Jahren in der DDR. Weil ihm die dort vorgeschriebene Form der Malerei nicht passte, kam er in den Westen. Vom sozialistischen Realismus schon auf Wirklichkeit gedrillt, nahm er sich westliche Klischees. Gehört vielleicht auch diese stereotype Frage dazu, was haben Sie sich dabei gedacht? Man kann sich nichts dabei denken, denn Malen ist ja eine andere Form des Denkens. Im Übrigen interessiert mich, und das betrifft das Malen, das Was und Wie. Überhaupt nur das. Was weiß ich, zu kleine Lawinen, die da entstehen. Deswegen muss die im Grunde sauber sein. Chef? Nee, geht gut. Ich genieße das noch. It's not as dusty as I thought. Am immer eine andere.